Ja, herzlich willkommen zum Live-Pitch der Jetworks GmbH mit ihrem Produkt NoJet. Ein sehr spannendes Produkt. Wir haben zwar jetzt alle unseren Urlaub hinter uns, aber da können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen Urlaubsfeeling auch einsammeln. Es hat aber nicht nur das Urlaubsthema oder Wassersport als Anwendungsfall, sondern auch Lebensrettung. Aber da kann jetzt gleich der Gründer und CTO Benjamin Künzen mehr erzählen. Ich erkläre kurz, wie es funktioniert. Zum einen zeichnen wir diese Veranstaltung auf und stellen die Aufzeichnung dann auf die Website von Fundernation und stellen das allen Investoren, die jetzt heute keine Gelegenheit hatten, hier dabei zu sein, nochmal zur Verfügung. Dafür ist jetzt wichtig, dass jeder, der teilnimmt, weiß, dass das aufgezeichnet wird. Falls jemand anonym teilnehmen wollte, müsste er sich anonym anmelden. Das ist mal das eine. Das andere ist so, dass wir jetzt starten mit einem kurzen Pitch. Wie gesagt, der CTO und Gründer Benjamin Künzen wird jetzt gleich Jetworks vorstellen und das Produkt NoJet vorstellen. Und wir haben dann anschließend die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das geht über zwei Wege. Man kann einmal kann man über den Chat Fragen stellen, also Fragen in den Chat reinstellen. Ich moderiere das Ganze und würde dann als Moderator die Fragen aufgreifen. Also man kann auch während der Präsentation schon Fragen in den Chat reinstellen. Oder aber man kann dann anschließend einfach die Hand heben, das Handzeichen anklicken. Das sehe ich dann, ruft dann den oder diejenige auf, bitte sie kurz sich vorzustellen und die Frage zu stellen. Ja, das war kurz der Vorspann sozusagen. Und dann darf ich jetzt das Wort übergeben an den Benjamin Künzen, Gründer und CTO von NoJet, und mit der Vorstellung beginnen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Also wir haben 10 Minuten Zeit, um den Pitch vorzutragen und hinterher dann 15 Minuten für Fragen und Antworten. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Dann beginne ich mal mit unserer Präsentation. Ganz kurz Agenda. Wir stellen uns vor. Dann geht es darum, welches Problem wir lösen. Wie lösen wir das Problem zum Business Model und wofür brauchen wir euch als Investoren? Und dann den klassischen Call to Action. Dann legen wir auch los. Kurze Vorstellung, ganz kurz zu Florian, der ist doch nicht heute dabei, kurzfristig, ist neu im Team und kümmert sich um die COO, um die Prozesse und um die Produkte, um die Produktionsentwicklung. Er wird eventuell am Ende nochmal dabei sein. Leichte technische Schwierigkeiten gerade auf der Seite bei dem Rechner. Ich bin auch am anderen Ort, insofern. Dann zu mir. Ich bin der CTO, also sozusagen verantwortlich für das Produkt, für die Entwicklung. Gelernt habe ich aber kaufmännischen Bereich, bin Diplomkaufmann und habe 4 Jahre als Investmentbanker bei einer Corporate Finance Boutique gearbeitet. Jetzt Karlsquare kennt man vielleicht und da M&A-Mandate betreut. Dann gekündigt sozusagen von der sicheren Beratungstätigkeit in die Startup-Welt und seit 13 Jahren eben dabei in Startups unterwegs. Also welches Problem lösen wir eigentlich mit NoJet? Als allererstes ist es einmal nachhaltig, was wir machen. Also nachhaltiger Wassersport, klimaneutral, wenn man so will, recycelfähig und leise. Und zwar CO2-klimaneutral, sozusagen Elektromobilität im Vergleich zu Verbrennerversionen. Ressourcenschonend, weil wir mit dem Polyethylen ein Material haben, was immer wieder recycelfähig ist. Leise durch den Kunststoffrumpf hört man im Grunde aus 20 Meter Entfernung praktisch gar nichts mehr. Das ist auch ein Vorteil zum Jetski. Akkuladung benötigt nur 2 Kilowattstunden, sehr wenig Energie, hat aber sehr viel Spaß zu bieten. Also mit 2 Kilowattstunden ist eine Spaßeinheit. Wir haben keinen frei drehenden Propeller, stoßen sozusagen nicht mit dem Propeller gegen den Boden, auf dem See oder auf dem Meer. Durch die Vermietung ist die Möglichkeit gegeben, dass viele Menschen das Produkt nutzen und deswegen mit wenig Ressourcen eben viel Verfügbarkeit und Spaß gewährleistet ist. Und letztendlich haben wir sozusagen ein Akkusystem, ein modulares Konzept und können alle Fahrzeuge betreiben. Rechts sehen wir die LAG. Ist geplant, dass sie ein Solarpanel auf dem Dach haben. Ich glaube, da gibt es bei Fundernation auch gerade ein anderes Unternehmen, was solche Solarpanels herstellt. Und die können eben einfach auf das Dach montiert werden, sodass man den Akku dann laden kann, tagsüber. Welches Problem bei welchen Kunden lösen wir? Jetzt haben wir uns einmal DLRG, Vermieter und Endkunden herausgenommen. Beim DLRG ganz klar, bisher Jetskis, Boote, groß und schwer. Sehr schwierig im Schulungsaufwand, ändert sich jedes Jahr was und alle verschiedenen Produkte erfordern eine eigene Schulung.
Dann der Tiefgang des freidrehenden Propellers ist im Badebereich ungeeignet. Und wir haben eben die Lösung dafür, Mojet von einer Person leicht ins Wasser zu tragen. Alle Fahrzeuge das gleiche System. Also mit allen Fahrzeugen meinen wir nicht nur ein Boot für die LRG, sondern auch Bodyboard. Jetantrieb lässt im knietiefen Wasser direkt losfahren, direkt zum Offer. Das ist das schnellste Rettungsboard an strandnahen Bereichen, sagen die Retter vom DLRG. Vermieter, das wissen wir, etablierte Produkte, na gut, langweilig, also gut, Tretboot macht auch Spaß, aber das kennt mittlerweile jeder. Jetski ist immer lange Einweisungen, genauso beim E-Foil sehr aufwendig und Fahrzeit dann beim E-Foil 2 Stunden, besser, wenn man 30 Minuten oder 20 Minuten Spaß hat. Man kann öfter vermieten in dem Fall. Lange Ladezeit bei den Produkten, die es sonst auf dem Markt gibt in Elektromobilität, also Foils, 2,5 Stunden Ladezeit mit einem Kühlproblem. Wir lösen das Ganze, Bodyboard ist in wenigen Minuten erklärt, laden super schnell in 45 Minuten mit einer extrem effizienten Kühlung und dadurch ist ein Dauerbetrieb möglich, da kommen wir später dazu. Die Vermietstation, die wir haben, da wird richtig viel Geld verdient. Endkunden, wenig Platz auf einer Yacht, Kofferraum sozusagen den Ladebereich, der meistens überfüllt ist und verschiedene Akkusysteme von verschiedenen Fahrzeugen, aufwendig. Ja, übergewichtige Kunden gibt es eben, die kommen dann mit Produkten, die wenig Leistung haben, nicht so gut ins Gleiten und freuen sich immer, wenn sie Mojet fahren, sind auch sehr schnell. Mojet, ich habe es eben schon vorweggenommen, eben mit 100 Kilo Schub sehr schnell. Das hat jetzt etwas lange gedauert, ich habe hier nur 10 Minuten, insofern husche ich hier mal rüber, das sind dann die Produkte, die wir haben, serienreif, Bodyboard, Jetboard, Tauchscooter, alles mit dem gleichen Powereinheit, alles mit den gleichen Akkus. Beim Foil, was jetzt neu ist, haben wir auch ein Video gepostet, rechts unten im Bild, da verwenden wir den gleichen Akku und adaptieren das System an alle gängigen Foilboards der Welt. Das ist sozusagen unser Kernkonzept. Wie lösen wir das Problem, was die Kunden haben? Und da geht es eben sozusagen um die Technik. Ich muss ein bisschen gucken, weil diese Maus hier klappt nicht so richtig. Moment. Ja. Jetzt. Modularität. Durch die Modularität können wir, links oben sieht man es, das Heckteil, sozusagen die Jetbox ist rausgenommen, Akkus sind rausgenommen, besteht aus 4 Teilen, ist super kompakt und eben universell einsetzbar. Rechts Basisprodukt, Bodyboard, Surfboard sind die ersten Produkte, die wir eben angeboten haben. Und durch die Basiseinheit lässt sich eben alles antreiben, was der Kunde haben möchte. Und auch die Jetbox an sich ist modular. Das heißt, der Jet kann herausgenommen werden, getauscht werden. Und dadurch sind wir eben universell einsetzbar für alle möglichen Zwecke, sei es Rescue, sei es im Angelbereich für Boote, sei es zum Tauchen. Das ist sozusagen unser Schlüssel zur Lösung. Warum sind wir die Besten mit dem, was wir machen? Wir haben 2 Akkus, die in Serie geschaltet werden und haben dadurch viel mehr Power als Jetboards, die einen Akku haben. Das sieht man rechts am Bild. Ein Jetboard von uns kann einen Wakeboarder ziehen mit 40, 45 km/h übers Wasser fahren. Macht Riesenspaß, können nur wir. Das geht nur mit 2 Akkus. Wenn man 2 Akkus hat, ist immer sinnvoller, ein modulares Produkt zu bauen, ein kurzes Produkt und die Akkus nebeneinander anzuordnen. Insofern ist sozusagen die Leistung und die Modularität hängen konstruktiv miteinander zusammen. Das Ganze haben wir mit Patenten abgesichert, 8 Stück, und glauben, dass wir einen Wettbewerbsvorteil haben, der erstmal nicht einholbar ist. Dann kurz zu den Patentanmeldungen. In der Mitte sieht man das Bodyboard, da sieht man die Teilung, das geht so schräg runter. Links oben, das ist das Patent Nummer 5, das wurde jetzt erteilt. Da ging es dann darum, dass dieses Signal nach vorne geleitet wird, sodass wir jedes standardmäßige Foilboard verwenden können und das nicht irgendwie bearbeiten müssen, sondern können einfach an das vorhandene Mastsystem unseren Foil adaptieren mit dem Mojet-Akku. Ganz unten links sieht aus wie das Bodyboard, ist aber das Dive. Man kann unter Wasser tauchen, vorne läuft Wasser rein, wurde auch als Patent angemeldet und erteilt. Rechts oben das Boot, also unsere Antriebseinheit lässt sich auch mitten in das Boot reinschieben. Fährt alleine 50 km/h und super praktisch. Mojet Wakes, eine Handle, mit der man sich selber ziehen lassen kann. Das geht eben wegen der Power mit 100 Kilo Schub. Kann man sich selber mit dem Wakeboard ziehen lassen, macht einen riesen Spaß. Das selber ziehen, es fährt niemand vorne, sondern man zieht sich selber durchs Wasser. Das Ziel ist eben, das modulare Konzept als Ganzes zu schützen, indem einzelne Module geschützt werden, sodass andere keine Möglichkeit haben, alles zu machen, was wir machen. Weitere Vorteile der Modularität. Das Handling,
Versand, Produktion und Lagerung. Handling, klar, kleinere Teile kann man besser handeln. Man sieht es ganz rechts, ein Kunde mit seiner G-Klasse. Da ist der, das Board hinten drin im Kofferraum. Links, rechts, 8,4 Kilo zu tragen, ist besser für den Rücken. Auch noch ein Vorteil, Händler freuen sich. Und das Bodyboard, man sieht es, man kann es einfach abnehmen, verstauen. In Verpackung eben auch sehr einfach, wie man die Kisten sieht. Passt alles in, auf Europaletten, weil ein Board, das sozusagen 200 Meter lang wäre, schwer zu verschicken. Man sieht es auch in der Produktion, Lagerung, die Jetboxen in dem Fall nehmen wenig Platz weg und können in der Serie sehr effizient produziert werden. Zum Business Model. Was sind eigentlich unsere Umsatzkanäle? Verkauf, Vermietung, Mojet Plattform. Verkauf, ganz normal. Wir verkaufen an Privatkunden im Rescue-Bereich, zum Beispiel Hochwasseranwendungen. Preis 10.400 netto aktuell. Das ist sozusagen der aktuelle Preis, weil wir verkaufen immer die noch sehr, sehr, sehr reichen Kunden mit Yachten. Geplant ist, dass der Preis reduziert wird mit einer Marge von 50% aktuell. Und Marktpotenzial für den Preis 10.000 Stück, kann ich sozusagen in der Fragen-Antworten-Runde darauf zurückkommen, warum wir glauben, dass das bei dem Preis diese Stückzahl sein kann weltweit. Und wir verkaufen über Händler oder direkt. Distributoren sind geplant in Asien und in Florida. Vermietung über Verleihstationen haben wir Preise von 70 bis 200 Euro aktuell für 20 Minuten Bodyboard fahren. Tatsächlich die Realität. Ein Board hat in Spanien 24.000 Euro Umsatz im Juli und August erzielt. Das ist auch neu für uns, das zu wissen. Und es gibt theoretisch 2.000 Vermietstationen weltweit, denen wir mit diesem Konzept arbeiten könnten. Da wollen wir den Umsatz teilen per App. Dann die gleiche App soll auch eine Mojet-Plattform darstellen, dass Kunden, die das Board haben, es vermieten können an andere Kunden wiederum sozusagen Airbnb-Konzept auf dem Wasser, weil das Board sich einfach klasse anbietet zum Vermieten wegen des robusten Rumpfes. Ja, wir bekommen da eben da auch eine Provision. Das sind die aktuellen Revenue Streams. Wofür brauchen wir sie als Investoren? Super wichtig. Ganz links Bootstrapping, das haben wir im Grunde erledigt. Das war Finanzierung der Produktentwicklung, haben wir selber gemacht mit eigenem Geld und dann Investoren und Fördergelder. Man kennt solche Geschichten. Die MBG Schleswig-Holstein ist bei uns beteiligt. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Privatinvestoren, im Wesentlichen Kunden. Oft so ein Kunde kauft ein Board und dann investiert er. Einmal hat ein Kunde investiert, bevor er sein Board bekommen hat. Das war sozusagen der Ausnahmefall. Ja, Produkt, Bodyboard, Jetboard und auch jetzt Dive ist serienreif. Umsatz 2022 200.000, 2023 166 und bis Juli dieses Jahr mehr 250. Aber es werden dieses Jahr 500 bis 700. Da sind wir gerade sozusagen dabei. Also zwei große Aufträge in der Pipeline aus Saudi-Arabien. Einer von einem Resort, Red Sea Global. Wir sind gerade dabei, das einzutüten. Die wollen es eben auch vermieten. Ja, was wollen wir jetzt machen? Das Funding, angestrebt eben 1 bis 2,5. Warum 2,5? Weil wir sozusagen parallel noch mit anderen sprechen, um das gleichzeitig alles aufzubauen. Wir haben eine neue Produktionshalle angemietet. Produktion für 30 Boards pro Monat. Gesamtumsatz wären das 5 Millionen im Jahr 2025. Man könnte viel mehr in dieser Halle produzieren, aber wir haben erstmal 30 Boards sozusagen gesetzt. Ja, und dann vor allem den Vermietermarkt wollen wir entwickeln. Und dafür brauchen wir auch das Geld für die Entwicklung der App. Und vor allen Dingen für die Produkte, die wir im Vermietermarkt geben wollen, weil die müssen wir erstmal selber finanzieren, bevor wir sie dann rausgeben können. Das Produkt ja, ist serienreif, wir wollen die weiteren Produkte eben entwickeln. Und da geht es auch um das Foil. Mit dem Foil ist die Produktpalette komplett vollständig. Dann haben wir alle Produkte, die immer am Markt angeboten werden, aus einer Hand, nämlich aus der Hand von Mojet. Das ist das Ziel. Danach, als ehemaliger Investmentbanker Series A Funding, wollen wir mit möglicherweise meinen ehemaligen Kollegen eine Finanzierungsrunde eintüten und das ist sozusagen hier das Sprungbrett, um das zu erreichen. Wir wollen das angehen, die große Finanzierungsrunde, wenn wir die Halle so aufgebaut haben, dass die Produktion so reibungslos läuft. Reibungslos wird es nie geben, aber dass sie eben mit dem geplanten Output läuft. Dann gehen wir die große Finanzierungsrunde an. Ja, Call to Action. Kunden sind Fans und schätzen unsere Produkte. Starker USP. Durch einzigartige Produktpalette und Schutz von 8 Patentanmeldungen, die einen nach dem anderen erteilt werden. Aber wir benötigen Kapital, um die serienreifen Produkte in der neuen Produktion zu fertigen. Und hierfür benötigen wir eure Hilfe und Unterstützung. Und beantworten gerne Fragen. Möglichst viele und gute. Insofern gebe ich erstmal weiter an Alexander. Ja, wunderbar. Erstmal vielen Dank, Benjamin. Ja. Das hat auch zeitlich gut geklappt. Ich habe gesehen, ich habe 13 Minuten. Ja, sehr gut.
Jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich sehe da schon eine Hand. Genau, wir machen es so. Also, wie gesagt, ich erkläre es immer ganz kurz. Man könnte Fragen in den Chat reinstellen. Die würde ich dann aufgreifen, ein bisschen sortieren. Oder aber jeder, der eine Frage stellen will, hebt die Hand. Und das mache ich jetzt. Der Klaus, den bitte ich jetzt, seine Frage zu stellen. Sich Ja, kurz hallo. vorzustellen und dann die Frage zu stellen. Hallo, ich bin Klaus Vermeulen, zwei Kinder, bin viel auf dem Wasser unterwegs und habe auf meiner Fahrt mit dem Motorboot das MoJet kennengelernt durch einen anderen Investoren. Und jetzt habe ich und habe auch verschiedene Geräte gesehen, die ich sehr interessant fand. Und jetzt habe ich gesehen in Cannes, dass tatsächlich ein Wasserskiläufer sich selber gezogen hat mit diesem Gerät. Das fand ich unglaublich. Die Frage ist, gibt es sowas in der Konkurrenz? Ich habe sowas noch nie gesehen. Ist das einmalig oder gibt es da Konkurrenten? Tatsächlich aktuell einmalig. Und zwar liegt es an zwei Dingen. Ich gehe nochmal eben zurück zur Patentfolie. Gute Frage. Vielen Dank. An zwei Dingen. Das erste ist die Leistung. Man braucht ja die Power, um sich selber rausziehen zu lassen. Also selber rausziehen lassen heißt, das Board fährt ohne ein und das Band wird an Bord montiert. Dafür haben wir eigene Händel entwickelt. Wir brauchen mindestens 100 Kilo Schub, um sich selber rauszuziehen mit dem Wakeboard. Die haben wir. Und das zweite, was man benötigt von einer DIN-Norm ist ein kabelgebundener Notstopp, also sozusagen per Bluetooth, auch wenn es sehr smart wirkt und auf Instagram toll aussieht, ohne Notstopp darf man nicht. Man braucht einen Notstopp und wir haben eben diese Händel entwickelt, die, wenn man 9 Meter Entfernung hinter dem Boot sich ziehen lässt und fällt ins Wasser, was ja passiert im Wassersport, dann wird automatisch der Notstopp gelöst und das Board vorne ist sofort aus. Das haben wir angemeldet, das wurde erteilt. Das wollen wir auch in Europa und USA per PCT erweitern. Insofern sind die Steine, die wir sozusagen Wettbewerbern in den Weg gelegt haben, sehr, sehr hoch und glauben, dass wir das ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Produkt haben, was ja, uns da Tor und Tür öffnet, wenn es denn bekannter wird, weil guter Punkt, es kennt noch keiner aktuell. Es ist neu sozusagen. Wir haben es an ein paar Fans-Kunden ausgeliefert, aber ist noch nicht in der großen Menge produziert. Ja, vielen Dank. Also ich bin begeistert und bin auch dabei. Sehr gut. Okay. Ja, Klaus, vielen Dank für die Frage. Da würde ich mich gleich nochmal anschließen, weil Wettbewerb, das ist jetzt in der Präsentation ein bisschen zu kurz gekommen. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, Benjamin. Es gibt doch sicherlich Wettbewerb. Vielleicht da mal ein bisschen Überblick geben, wer ist euer Wettbewerber in Deutschland oder Europa? Gibt es in den USA Wettbewerber? Also ihr habt ja ein sehr innovatives Produkt, das, glaube ich, schon eine Potenzial hat, eine ganze Industrie dazu zu Ja. disruptieren. Aber trotzdem, gib doch mal einen Überblick über den Wettbewerb, bitte. Ja, ich musste mal ganz komisch mit den Folien hin und her springen, weil die Maus hat das irgendwie so Punkt. Über den Wettbewerb. Also es gibt im Grunde für jedes Produkt, was man auf dieser Folie sieht, Wettbewerber, aber die bieten eben nur das an. Es gibt einen Wettbewerber, der hat ein Bodyboard, das fährt aber nur 5 PS oder 3,x kW Leistung. Mit dem kommt man nicht so richtig ins Gleiten, nicht performant. Dann gibt es zahlreiche Jetboard-Hersteller. Lampuga beispielsweise oder Wake aus Schweden. Wake ist für uns im Grunde der Wettbewerber, weil sie ein sehr leistungsstarkes Jetboard haben mit 70 Kilo Schub immerhin. Und dann gibt es Tauchscooter, Seabob, Kayago AG, dann gibt es ein iAqua, das ist ein asiatischer Anbieter, kosten alle ähnlich viel, 10, 12, 13.000 Euro für den Yachtmarkt. Boote wissen wir, da gibt es natürlich hunderte Wettbewerber, Tenderboote. Foil-Anbieter gibt es auch, aber die können alle nur ihre Disziplin. Die können nicht modular. Wir haben eine Power-Einheit, wir haben einen Akkusatz und können alle Fahrzeuge betreiben, sondern ausschließlich ihre Disziplin. Und solange es so einen Anbieter wie uns nicht gibt, ist es ja kein Problem, weil der Kunde ja nichts anderes machen kann, als sich drei verschiedene Produkte zu kaufen und drei verschiedene Akkusysteme. Aber es gibt jetzt uns und dann muss sich der Kunde schon fragen, ob er 30.000 Euro für drei verschiedene Produkte ausgibt oder Einstiegspreis 10.500 plus 2, 3 Module, dann landet er bei vielleicht bei 13, wenn er richtig tief in die Tasche greift, 15.000 Euro und kann verschiedene Fahrzeuge fahren. Okay, das wäre jetzt meine Frage auch gewesen. Was kosten denn die Wettbewerber? Also so ein Wettbewerber Bodyboard, kann man das preislich vergleichen mit eurem Produkt? Ja, also weil man eben nicht ins Gleiten kommt, schwieriger. Da kostet in der Tat weniger. Das einzige Wettbewerber, der günstiger ist, die kosten 5.000 Euro. Das ist ein Engländer. Super netter Gründer, kenne ich gut, sehen wir aus jeder Messe.
Wie geht sozusagen den Markt an für Kinder, für man lässt sich so durchs Wasser ziehen, ist aber nicht die hohe Geschwindigkeit über Wasser mit viel Leistung. Sonst Jetboard Awake beispielsweise 15.000 netto, deutlich teurer als wir. Warum? Weil sie eben Carbonrumpf haben und nicht so einen einfachen Polyethylenrumpf. Und Tauchscooter Kayago AG auch um die 12.000, 13.000 Euro. Insofern, die sind alle preislich eher höher angesiedelt, weil sie nicht einen günstigen PE-Rumpf haben. Der PE-Rumpf kostet uns, also damit sparen wir Minimum 1.500 Euro in der Produktion. Okay. Wie ist jetzt, ihr habt ein modulares Konzept, wenn man den Akku verwendet für verschiedene Anwendungen, wie ist denn da die Lebensdauer? Wie kann man sich das vorstellen? Leidet die, wenn man da so viele Anwendungen daraus macht? Die Lebensdauer ist ja immer gleich, leidet nicht, aber die Lebensdauer hat etwa 800 Zyklen beim Lithium-Ionen-Akku. Das 800 sozusagen, da fängt die Kapazität an nachzulassen. Es kann auch schneller gehen, wenn der Akku sehr stark belastet wird. Was wir jetzt machen, wir fahren mit hoher Spannung, aber niedrigem Strom. Des Weiteren haben wir ein Kühlsystem, was super effizient ist. Auch der Grund, weswegen wir die Einzigen sind, die den ganzen Tag fahren und laden können ohne Pause. Wir haben eine Kühlflüssigkeit von einem Automobilzulieferer, die ist nicht elektrisch leitend zirkuliert zwischen den Zellen durch die Bewegung. Also die lassen die Pumpen nicht hin und her, sondern die fließen einfach automatisch hin und her zwischen den Zellen. Dann wird sie von dem Aluminiumgehäuse gekühlt und beim Fahren ist in der Wanne das Meerwasser und kühlt das Aluminiumgehäuse. Also man kann nicht effizienter kühlen, sagt auch der Lieferant von dieser Flüssigkeit. Insofern sind die Zellen werden nicht warm und haben auch keinen Hotspot. Und eine Zelle verliert an Lebensdauer, wenn es eine Zelle gibt, die schwach ist und dann leiden auch die anderen Zellen. Und das passiert eben bei uns nicht, weil das Pack hat sozusagen keinen Hotspot, wo es besonders warm ist, sondern wird immer gut gekühlt. Also ja, die Zelle leidet beim Fahren immer oder sie verliert eben an Lebensdauer nach mehreren Fahrten. Aber das ist bei uns wenig. Und wir haben Akkupacks aus 2022, die wir fahren. Und man merkt da nicht einen besonderen Unterschied. Okay, also so eine Vermietstation kann so ein Mojet nicht nur eine Saison verwenden, sondern das hält länger? Es hält länger. Wir haben jetzt allerdings bei der Vermietstation trotzdem pro Jahr 1.000 in unserer Kalkulation, die wir gerade neu aufgebaut haben, wegen der Erfahrung aus dem Vermietermarkt. Und da haben wir 1.700 Euro pro Jahr an Erneuerungsinvestitionen geplant, dass man sozusagen davon auch einen Akku tauscht statistisch. Einfach aus Sicherheitsgründen, damit die Kalkulation hinhaut. Aber wir glauben nicht, dass das so viel ist, aber das haben wir einfach mal so geplant und damit funktioniert dieser Business Case eben trotzdem. Vermietstation ist super profitabel, muss ich überlegen, ist Board, sagen wir mal 13.000 Euro und man kann es 10-mal am Tag vermieten. Vermietpreis zwischen 70 und 200 Euro, da kann man sich genau ausrechnen, was da passiert. Davon würde Sixt träumen, wenn sie ein Auto, was 13.000 Euro kostet, 10-mal zum Preis von dem Tagessatz 70 Euro vermieten können. Also der Ertragswert von dem Produkt ist ein Vielfaches vom Einkaufspreis. Das ist beim der Akku, selbst wenn er nach einem Jahr dann oder zwei Jahren durch ist, dann ist das kein Problem, den zu ersetzen in der Kalkulation. Ja, okay. Vielen Dank. Ich schaue mal in die Runde, ob da wieder weitere Fragen aufgetaucht sind im Chat oder per Handzeichen. Erstmal noch nicht. Dann würde ich mal nochmal weiter fragen. Und zwar, ist ja für Investoren immer wichtig, bei Tech-Unternehmen herauszufinden, wie ist das Produkt, also funktioniert das Produkt technisch? Ich habe das schon an den Markt gebracht, also es funktioniert. Aber wie ist denn dann der Product-Market-Fit? Also sind die Kunden, bewahrheitet sich das, dass die Kunden den Nutzen erkennen und das Produkt gut finden? Hast du vorhin Umsatzzahlen genannt aus dem Jahr 22 und 23, das waren noch relativ kleine Umsätze. Und jetzt im Jahr 24 zieht es an. Also könnt ihr jetzt aus den Erfahrungen mit euren ersten Kunden oder Pilotkunden jetzt schon sagen, dass das Produkt fertig ist und ankommt oder gibt es noch Dinge, die noch verbessert werden müssen? Nö, es gibt im Grunde beim Bodyboard, Jetboard, Tauchscooter nicht Dinge, die verbessert werden müssen. Es gibt Dinge, die wir verbessern können. Das ist eine Standfläche, einfach von der Optik und so weiter. Aber im Kern ist das Produkt serienreif und wir produzieren es genauso, wie
wie auch diesen Sommer. Wir haben in der Weiterentwicklung müssen wir sozusagen, wenn wir jetzt ein aufblasbares Surfboard verkaufen, dann müssen wir ja nicht die Elektronik neu entwickeln. Insofern da ist es auch einfacher. Wir haben ja in 2022, 2023 nicht viel ausgeliefert. Wir hatten allerdings eine deutlich höhere Nachfrage. Das beginnt immer auf der Bootmesse im Januar in Düsseldorf. Da geht's los und dann muss man eben liefern und verkaufen in einem Zug sozusagen. Und da waren wir noch nicht so weit. Da waren die Teile, Komponenten noch nicht da. Wir hatten nur in 2022 20 Jetboxen. Die hatten nicht mehr, weil die haben wir noch gedruckt aus Aluminium, wahnsinnig teuer. Danach 23 auch weniger. Die Nachfrage war immer höher. Aber wir trauern dem Grunde nicht nach, weil wir tatsächlich in den Jahren auch noch Dinge gefunden haben, die wir verbessert haben und Kinderkrankheiten ausgemerzt haben. Weil was wir ja nicht wollen, ist, dass dann irgendwo ein Fehler ist im Produkt, der sozusagen serienmäßig ausgeliefert wird. Und das haben wir eben, können wir komplett vermeiden durch sagen wir mal, die Erfahrung der letzten Jahre und durch die Prozesse in der Produktion, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die Prozesse, die daraus eben jetzt von Florian implementiert werden oder von uns allen im Grunde vom Team in der neuen Produktionshalle. Und dann wird alles getestet vor der Auslieferung. Lasttests machen wir. Wir haben Becken, wo der Jet läuft. Es wird alles zusammengebaut, auseinandergebaut und dann wird die Jetbox verheiratet mit dem Heckteil. Das dauert 10 Minuten und dann wird es verpackt und versendet. Okay. Das heißt, du würdest sagen, Product Market Fit ist erreicht. Da ja, komplett erreicht. Also komplett. Wir hätten auch dieses Jahr schon viel mehr verkaufen können, viel mehr produzieren können. Aber wir sind nur mal in dem Gebäude bisher, wo wir dann festgestellt haben, okay, es reicht einfach nicht. Wir haben sozusagen im Eingangsbereich ein Tor gebaut aus den Kartons, damit man da durchkommt. Das ist einfach unmöglich, dass man so viel Ware in so einem kleinen, relativ kleinen Gebäude dreht. Und das ist ja auch nicht langfristig so sein. Wir wollen das erstmal behalten für die Entwicklung, weil die wollen wir komplett trennen von der Serienfertigung. Freuen uns eben auf die neue Produktion. Okay, dann vielleicht noch mal ein bisschen zur Produktion und auch zu den Kosten. Also wo lasst ihr produzieren? Also wir produzieren im Endergebnis ja selber in Norderstedt. Also wir assemblen das Produkt. Wir bekommen vorgefertigte Core-Packs von dem Akku mit Battery-Management-System zugeschickt, Zellen aus Japan. Die werden so wie 95% der Elektronikkomponenten in Shenzhen assembled. Haben wir super Erfahrungen gemacht mit denen. Mhm. Keinen einzigen Akku sozusagen verloren. Motoren kommen aus München, sehr hochwertig von einem Hersteller, sozusagen hohe Qualität, da sparen wir gar nichts, das ist eine der teuersten Komponenten, kann eben 24 PS oder roundabout 18 Kilowatt, das ist sehr, sehr viel, ist so groß wie etwas, eine große Orange sozusagen der Motor die Rümpfe lassen wir in Mecklenburg-Vorpommern fertigen, die Standflächen kommen zugeschickt Also wir assemblen letztendlich das Produkt. Wir bekommen alles und bauen dann alles zusammen, haben aber jedes Teil mit unseren Lieferanten gemeinsam oder entwickelt oder wir haben es entwickelt und die produzieren es nach Vorgaben. Aber sozusagen die Intelligenz bei der Fertigung und das Testen und das machen wir selber. Und jetzt, wenn ich deine Zahlen vorhin richtig interpretiere, also verkauft das für rund 10.000 Euro. Und, das ist Hektar, ja. Und hast eine Marge von 70% bis 100%? Ja, also genau, 100%. Also, das heißt, Kosten sind ungefähr 5.000 Euro. Richtig, und sinken. Das ist der Stand jetzt mit eurer quasi Handmanufaktur, würde ich mal sagen, das selber zusammenbauen. Da kann ich mir vorstellen, dass da noch viel, viel Luft drin steckt, die Kosten nach unten zu drücken. Kannst du das ein bisschen erläutern, was da noch Potenzial richtig drin ist? Also die Kosten runterdrücken, wenn man von der Handfertigung zu der Hallenserienfertigung, der Materialaufwand sinkt dadurch ja nicht. Auch wenn wir kaufen schon Stückzahlen, wenn sozusagen 100er Bereich oder 30 Stück einkaufen, ist nicht der große Unterschied. Der Unterschied sind die Herstellkosten von den Manpower, was wir benötigen, wenn wir eine größere Serie auflegen und 30 Stück im Monat fertigen, weil wir dann von jeder Komponente, wenn wir sozusagen vor Produktion vorgefertigte Produkte in einem Teilelager, wo derjenige, der eine Jetbox baut, die Teile rausnehmen kann und sie direkt in der Jetbox verbauen kann. Das heißt, es geht da um Effizienz in den Produktionsschritten. Das wiederum wäre jetzt natürlich ein Part, den Florian präsentieren wollte. Der kommt da sicher auch nochmal zu Wort.
Ja, aber es gibt noch Komponenten, die günstiger werden können. Und beispielsweise der Jetantrieb, da sind wir auch gerade dran, der wird deutlich günstiger und besser, vor allen Dingen auch noch. Besser heißt einen Tick besseren Wirkungsgrad. Das heißt, man hat eine längere Fahrzeit bei gleicher Power oder wird schneller, wie man will. Schneller muss nicht unbedingt sein. Ja, also die Herstellkosten sollen sinken durch die effiziente Produktion und die Vorfertigung in der Serie. Kannst du das bitte eingrenzen, wie das Potenzial da ist, Kostensenkungspotenzial? Also wir haben tatsächlich ja nicht niemals durchgehend produziert. Wir haben immer nur 3 Tage produziert, weil das Assemblen so einfach ist und so schnell geht, dass dann die Ware schon weg war, die wir bestellt haben, weil wir gleichzeitig ja sozusagen das Kapital in die Werkzeuge und in die Entwicklung gesteckt haben und nicht in die Produktion, in die Serienfertigung. Das heißt, wir haben einen Mitarbeiter, der in einem Monat 40 Akkus assemblen kann und 20 Jetboxen, weil sozusagen nur die Komponenten zusammengeschraubt werden. Der Motor muss reingesteckt werden. Wir bekommen die Jetboxen fertig, gefräst, eloxiert, vorbereitet. Wir setzen die Lager ein, setzen den Motor ein. Das sind im Grunde einfache Handgriffe. Das Ganze ist, muss trotzdem natürlich super effizient sein und vor allen Dingen überwacht werden, aber die Fertigung ist im Grunde recht simpel. Es ist eine Material- und eine Kapitalfrage. Okay, gut. Dann hätte ich nochmal eine Frage zum Vertrieb und Marketing. Du hast ja jetzt von 2, 3 Zielgruppen gesprochen, SDLRG. Das sind die Vermietstationen und das sind die Yachtbesitzer. Wie ist denn, ich gehe mal davon aus, dass das Marketingvertrieb unterschiedlich ausschauen muss bei den jeweiligen Zielgruppen. Wie habt ihr das vor? Also wie ist eure Vertriebs- und Marketingstrategie? Wie sieht das Konzept genau aus? Ja, also wir waren gerade auf der Cannes Boat Show. In Frankreich kennt uns noch niemand, wenig Leute. Wir haben da noch nicht angefangen. Wie sieht das aus? Wir fangen immer mit Ländern an. Ich gehe mal eben zurück zu der Kundenfolie. Jetzt haben wir Spanien, das ist sozusagen das erste Land, was wir, oder ich bleibe auch hier. Spanien, da haben wir am meisten Vertrieb gemacht oder waren eben bei Händlern, haben da auch 2 Vermietstationen. Und im Grunde haben wir Spanien soweit beackert, weil wir auf der Bootmesse kamen. 50% der Anfragen waren Mallorca oder Menorca oder spanisches Festland. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist einfach, dann fangen wir da mal an. Und wir haben einen französischen Händler in Bordeaux. Das ist nicht eine Ecke, die wirklich richtig gut ist, aber der will unbedingt mit uns arbeiten. Aber wir haben sozusagen die großen Händler in Nizza beispielsweise noch gar nicht angegangen. Wir haben jetzt auf der Cannes-Boot getroffen, sind verabredet für die Bootmesse 2025 in Düsseldorf. Warum haben wir es noch nicht gemacht? Weil wir in 2022, 2023 viel mehr hätten produzieren, viel mehr hätten verkaufen können. Ging nicht, weil wir die nicht fertigen konnten. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Telefon klingelt und man die Leute sagen, liefer mir ein Board, und das Board ist aber nicht in der Halle, wir können es nicht liefern, dann kann man es auch nicht verkaufen. Insofern wollten wir mit den Händlern gut arbeiten, die mit wenigen Händlern gut arbeiten und da souverän liefern können und souveränen Service leisten. Wir wollen das aber jetzt ja aufbauen, weil es soll ja mehr verkauft werden im nächsten Jahr, mehr ausgeliefert werden. Insofern Frankreich gehen wir auch komplett an. Spanien haben wir auch einen Händler, Marimoto. Die wollen mit uns arbeiten. Also im Grunde den Leuten, denen wir es zeigen, den Leuten, denen wir das erklären, die es gefahren sind, die Händler, die wollen auch mit uns arbeiten. Das gleiche US-amerikanische Händler ist auch eine Sache, da kann man im Grunde nur hin, wenn man eben volles Lager hat und wirklich liefern kann. Also die wollen 100 Boards haben oder Verfügbarkeit und Mindesttranchen 20, 30, 40 Boards und nicht 2, 3. Deswegen muss man gar nicht erst in die USA, wenn man nicht ein volles Lager hat. Hongkong, genau das Gleiche, gibt es einen Händler, Nextwave, der größte Händler in Asien. Finde es auch spektakulär, was wir machen, weil es ja wirklich disruptiver, ganz neuer Ansatz ist. Aber auch da haben wir den Ball flach gehalten. Ja? Okay, wir versuchen es mal ein bisschen systematisch abzuarbeiten. Also das ist jetzt die Händler sind das für die Verkäufe in Richtung der Yachtbesitzer. Ja. Ah ja, genau. Alles wie geht es dann mit den Vermietstationen? Also mit welchen Vermietstationen arbeitet ihr? Da musst du ja ein Vermieternetzwerk aufbauen. Sind da nicht auch hohe Vertriebskosten dann die Folge? Also vielleicht erklärst du mal da, wie da die der Vertrieb also der und das Marketing funktioniert. Genau. Gute Frage. Der Ansatz da soll ja sein, dass wir das Board den Händlern, den Vermietern zur Verfügung stellen. Wie kommen wir eigentlich an die ran? Gut, es ist relativ einfach zu recherchieren, wo es Vermietstationen gibt, wo man an Stränden was für Sachen mieten kann. Und überall da, wo man auch Jetskis mieten kann, kann man auch Jetboards mieten. Man kann nicht überall Jetboards mieten.
wo Tretboote erlaubt sind, weil es gibt ja Bereiche, wo man da nicht fahren kann. Das kann man gut vorher recherchieren. Und unser Ansatz ist dann eben, dahin zu gehen, wo die Zahlungsbereitschaften besonders hoch sind, damit eben die Euros pro halbe Stunde das viel zusammenkommt. Das sind dann Resorts, Malediven beispielsweise, um da mal ganz oben anzufangen. Und da zahlen die auch gerne 250 Euro für eine Akkuladung. Und der Plan ist eben, dass wir denen das Board produzieren, denen das geben, aber in der Kaution und uns dann die Umsatzerlöse teilen. Und wenn man sich mal überlegt, 200 Euro oder 250 Euro, nehmen wir mal 200 Euro sozusagen der Preis, der in Soto Grande bei, genommen wird, an dem La Reserva Resort, wo Mojets gemietet werden. 200 Euro, wir teilen uns den Umsatz, 100 Euro pro Vermietung und mit dem Akkusystem kann man 10-mal am Tag vermieten. Das wäre dann in Spitzenzeiten, Hochsaison, muss dazu sagen, natürlich sehr, sehr viel wohlhabende Leute in der Ecke und die mieten dann auch das Bodyboard danach, das Jetboard, dann wollen sie nochmal einen Tauchscooter fahren, denen ist das egal, was es kostet, aber die gibt es eben und mit denen fangen wir an und da recherchieren wir gerade, was die idealen Standorte sind. Da gibt es dann auch, es kann auch ein Robinson-Club mal sein, weil auch da sind die Leute natürlich so, dass sie nicht den ganzen Tag nur andere, die wollen ja verschiedene Sportarten machen und so Clubs sind sehr gut geeignet und da beginnen wir. Und jetzt Wintersaison sind wir auch gerade dabei, weil wir auch zwei weitere Boards in die Vermietung geben wollen. Und da gucken wir gerade, wo das ideal geeignet ist. Haben wir uns noch nicht entschieden, wo. Okay. Und dritte Kundengruppe sind ja so DLRG und ähnliche Rettungsorganisationen. Ja. Wie sieht da Marketingvertrieb aus? Ja, also Marketingvertrieb, wir machen da keinen Marketingvertrieb. Die kennen uns mittlerweile. Wir sind in der Testphase. Und unser Plan ist einfach, dass wir mit DLRG einen guten Job machen. Wir haben ein paar Änderungen, was das Boot angeht. Da haben wir sozusagen, sind wir nochmal an Zeichentisch, weil das hat eben eine hohe Beschleunigung. Wenn man keinen Sitz hat und es ein bisschen wellig ist, dann ist es für den Fahrer nicht ganz einfach. Insofern bauen wir da gerade einen Sitz, wo man sich besser festhalten kann und eine kleine Steuerung, so ein Mini-Lenkrad. Also das verrate ich jetzt hier, aber das wird auf der Bootmesse dann präsentiert. Und dann ist unser Rescue-Boot fertig und dann bieten wir es dem DLRG auch zum Verkauf an, weil bisher haben wir gesagt, es ist noch ein Prototyp, wir wollen es euch noch gar nicht verkaufen, ihr könnt es aber gerne testen und wir haben denen das kostenfrei zur Verfügung gestellt, weil wir es natürlich auch spitze finden, wenn die das fahren und uns Verbesserungsvorschläge geben, was auch der Fall war. Eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit einem Team von DLRG-Rettern, die sozusagen sich so richtig hobbymäßig damit beschäftigen, was man damit machen kann. Da ist ja auch so, es geht nicht nur um das Boot, sondern auch das Bodyboard, weil das eben wunderbar in die Wellen, man es für hohe Wellen gut verwenden kann. Weil beim Retten ist immer das Problem, dass bei Wellen die Leute gespült werden von dem Boot oder von dem Jetski. Beim Bodyboard kommt man viel besser mit dem Duckdive durch die Wellen und so ist auch für den Retter sicherer. Dann gibt es auch, ich habe ja die Folie jetzt hier einfach auf dem Inflatable Surfboard, das wollen will auch die Wasserwacht, ist auch ein Kunde, der mein Board verkauft. Das wollen sie auch haben in länger, weil man damit sehr langsam fahren kann und den Grund absuchen kann. Also es gibt verschiedene Anwendungen und wir sind noch in der Testphase, wollen aber jetzt auf der Boot 2025 mit Wasserwacht und DLRG sozusagen dann gemeinsam Verkauf starten und das dann weltweit ausrollen, weil das Produkt ist ja nun mal geeignet, dass man es weltweit verkauft. Okay. Und da braucht er aber wahrscheinlich auch nochmal Personal, um das Vertriebsziel dann auch zu erreichen. Weil drei Kundengruppen muss man doch ein bisschen unterschiedlich angehen. Und wenn du da sagst, weltweit wollte er auch verkaufen, das wird dann doch relativ intensiv und vielleicht auch kostenmäßig. Rein wirtschaftlich beginnen wir natürlich mit den, haben wir die Robin Hood-Strategie, die wir nennen, wir nehmen es an den Reichen und nehmen es den Armen. Also wir nehmen, verkaufen es an den Yachtbesitzer, möglichst teuer und dann ist sozusagen rein wirtschaftlich das Rescue, der Rescue-Bereich in erster Linie für nicht der, wo die ganz hohen Preise genommen akzeptiert werden, wie im Yachtmarkt. Ja? Also beim Rescue-Boot, das ist dann eben nur das Boot, die kaufen ja auch nicht noch einen Tauchscooter, also 10 andere Sachen hinzu, sondern das Boot und Bodyboard und auflassbares Surfboard vielleicht. Aber ja, da brauchen wir auf jeden Fall ein Team, was im Grunde nichts anderes macht, als sich um den Vertrieb und in den Rescue-Bereich zu kümmern, ja. Aber wir fangen trotzdem erstmal in unserem, wir erweitern ja gerade das Team, haben zwei neue Mitarbeiter, Florian und einer an der Produktion, aber wollen auch auf jeden Fall im Vertrieb, müssen wir uns aufstocken, weil das wird im nächsten Jahr nicht
Im Grunde zu zweit machen wir das, machen verschiedene Jobs gleichzeitig, aber da brauchen wir noch einen Vertriebler. Und wann wollt ihr profitabel werden? Ja, wollen mit Startschuss sozusagen Januar oder soll es profitabel sein. Also Boot ist ja immer, wie man so sagt, ein richtiges Cash-Event. Also auf der Boot wird angezahlt, wird geordert und das wird auch, wenn der Markt schwach ist im nächsten Jahr, möglicherweise Yachtmarkt oder Luxusmarkt allgemein. Ja, wir haben ein völlig neues Konzept, völlig neuen Ansatz, günstiger als der Wettbewerb und wir glauben eben, und die Leute sagen, Bootmesse komme ich auf jeden Fall vorbei, will ich unbedingt ordern, kaufen. Und das soll dann im Januar losgehen. Und ja, mit der Marge lässt sich sehr einfach ausrechnen, sind wir schnell profitabel. Ab 20 Boards im Monat verdienen wir sehr gutes Geld. Ohne Vermietmarkt. Also Vermietmarkt sozusagen, wir geben Boards in den Markt, die dann Geld verdienen, ohne dass wir neue produzieren müssen. Deswegen wollen wir sozusagen den Bodensatz an Cash-Einnahmen durch den Vermietmarkt darstellen, sodass das immer weiterläuft und auch über die verschiedenen Regionen und vor allen Dingen auch Saison hinweg. Also vermieten wir sozusagen in Florida, dann läuft da, ja, sagen wir mal, Mitte Oktober die Saison. Und genauso in bestimmten Bereichen in Asien, in Thailand geht es dann Dezember los. Man kann das sozusagen weltweit ein bisschen ausgleichen, wobei immer noch natürlich die Hauptsaison beginnt, so im Mai bis Ende August. Okay. Jetzt vielleicht nochmal meine letzte Frage, nämlich Ziel der Finanzierungsrunde. Das hast du ja angegeben, wie viel Geld ihr einsammeln wollt. Wie schaut es denn aus, wenn das nicht funktioniert? Wie sieht denn da, habt ihr einen Plan B? Ja, also wir haben Plan B. Also wir arbeiten in verschiedenen Finanzierungen. Ein Gesellschafter ist die unsere MBG Schleswig-Holstein, mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Ist gut involviert und sitzt eben auch nochmal jetzt zusammen und finde schon gut, was wir machen. Aber die sind sozusagen dabei, wollen wir noch weiter aufstocken. Dann haben wir ein ZIM-Förderprogramm, das haben wir eingereicht. Wir haben die Durchführbarkeitsstudie bereits erfolgreich durchlaufen. Es sind auch 300.000, die dadurch kommen. Damit werden eben Gehälter an der Entwicklung bezahlt. Wir haben ja sozusagen auch Ingenieure bei uns an Bord, beziehungsweise einen festangestellten Ingenieur und sowohl Carsten Höltig als auch ich und Florian übernehmen auch Entwicklungsarbeiten. Florian Seyer hat bei einem Startup Produktentwicklung betreut, sozusagen was die Fertigung angeht. So, die Dinge werden finanziert von ZIM-Förderprogrammen und ja, dann sprechen wir noch mit weiteren Investoren. Wir haben natürlich den glücklichen Fall, dass wir durch die Kunden, die in manchen Fällen ja wirklich sehr vermögend sind, interessante Gespräche haben, die wir parallel führen. Und ja, also das machen wir alles zeitgleich und ist im Wesentlichen mein Job. Okay. Gut, jetzt schaue ich nochmal in die Runde, ob es da noch Fragen aus dem Kreis der Investoren gibt. Erstmal keine Hand und auch im Chat steht nichts drin. Da haben wir nochmal die wichtigsten Themen gestreift. Dann vielleicht nochmal zum Schluss, kannst du nochmal die drei wichtigsten Gründe, warum ein Investor jetzt bei euch investieren soll, nochmal zusammenfassen. Ja, im Grunde, weil das Produkt und der schwierige Teil, nämlich die Antriebseinheit und die ganze Technik, fertig entwickelt ist und serienreif und wir einen sehr riskanten, disruptiven Ansatz gewählt haben mit der Modularität, der sich jetzt aber bewahrheitet, dass er hervorragend funktioniert und von den Kunden auch richtig gut angenommen wird. Und das ist absolut neu und in der Elektromobilität auf dem Wasser, die ist nun deutlich jünger noch als die Elektromobilität auf der Straße, ist noch relativ wenig passiert und dieser ganze Markt ist sehr, sehr jung und bildet sich im Grunde gerade neu. Und das ist die große Chance, die wir haben, weil wir früh auf ein völlig disruptives Konzept gesetzt haben, was ja mit sozusagen Patenten abgesichert dem Kunden Mehrwert bietet und richtig Spaß bringt. Und wir sehen uns da einen großen Vorteil, wie wir aufgestellt sind und glauben eben, dass wir mit dem Konzept durch die verschiedenen Vorteile, Produktion, Herstellkosten, Vereinfachung, günstiger, das Ganze sehr erfolgreich machen können. Und es ist jetzt im Winter die ideale Zeit, um die Produktion des neuen Jahres vorzubereiten. Von daher ist ein Investment jetzt für uns ist die beste Zeit sozusagen. Okay, jetzt würde ich vielleicht sogar noch ergänzen, Nachhaltigkeit, das ist ja auch nachhaltig, was ihr macht. Ja. Das spielt natürlich auch eine Rolle.
Wobei natürlich Leben retten und Spaß haben ist auch wichtig sind. Aber den Aspekt sollte man auch nicht vernachlässigen. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr da sind, dann schließen wir das ab. Vielen Dank, Benjamin, Ja. für deine Zeit und dass du einmal mal Chatworks präsentiert hast und auch die Fragen beantwortet hast. Wünsche auf jeden Fall viel Erfolg weiter für den Aufbau des Unternehmens und die Skalierung und natürlich auch Erfolg bei der Finanzierungsrunde. Und ja, auch vielen Dank an die teilnehmenden Investoren, auch für die Geduld, haben wir es doch relativ lang Fragen gestellt und beantwortet. Ja, und wünsche uns allen auch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Live-Pitch. Vielen Dank.